Hallo liebe Kieserkinder und willkommen zurück bei einem neuen Video. Ich stelle euch heute eine neue Spielidee vor, die ihr zu Hause nachmachen könnt. Dabei handelt es sich um Activity. Vielleicht kennt der ein oder andere das ja schon. Dabei geht es nämlich darum, Begriffe zu erraten. Das Spiel kann man eben zu zweit gegeneinander spielen oder auch als Teams, also zwei Teams gegeneinander. Und wie ich eben gerade schon gesagt habe, dabei geht es eben darum, Begriffe zu erraten. Und zwar habe ich hier einmal auf den Karteikarten Sportübungen und Berufe aufgeschrieben, verschiedene. Und die liebe Luisa hinten an der Kamera, die wird jetzt dann gleich würfeln. Und je nachdem, ob es eine gerade oder ungerade Zahl ist, muss ich dann diesen Begriff pantomimisch erklären oder mit Worten, ohne das Wort selber zu sagen. Genau. Und wir machen das jetzt so, dass bei geraden Zahlen, also 2, 4, 6, dass ich das dann pantomimisch vormachen muss. Bei ungeraden, also bei den Zahlen 1, 3, 5, werde ich das dann erklären müssen. So, damit ihr das Ganze auch noch ein bisschen verdeutlicht bekommt und Anregungen bekommt, machen wir das Ganze mal vor. Ich nehme jetzt einfach gleich die Karten, die hier ganz am Anfang sind, damit Luisa nicht die Möglichkeit hat, die irgendwie von hinten zu sehen. So, ich habe gleich 20 Sekunden Zeit, um die Bewegung vorzumachen. Und in der Zeit muss dann eben auch Luisa die Bewegung erraten oder den Beruf dann. So, dann kann Luisa einmal würfeln. 5! Luisa hat gerade die 5 gewürfelt, das heißt, ich muss jetzt die oberste Karte erklären. Gut, dann lege ich mal kurz die Karten weg. So, ich stelle mir jetzt kurz einen Timer mit der Uhr. Ich habe 20 Sekunden Zeit. Ab jetzt. Bei der Bewegung handelt es sich um eine Bewegung, die mit dem eigenen Körpergewicht gemacht wird. Das ist eine Übung, mit der man hauptsächlich die Brust und den Trizeps trainiert. Nein, es ist kein Plank. Dabei geht man, beugt man seine Ellbogen. Liegestütz. Genau. Ah. Aber da waren wir leider in der Zeit nicht ganz drin. Das heißt, das haben wir leider nicht geschafft. Aber vielleicht beim nächsten Begriff. So, das heißt, ich tue jetzt die Karte wieder nach hinten und die nächste Karte ist dran. So, dann kann Luisa jetzt noch einmal würfeln. 2. Diesmal ist es eine gerade Zahl, also muss ich die Bewegung vormachen. Und Luisa versucht dann zu erraten, was das für eine ist. Gut, dann starte ich wieder den Timer. 3, 2, 1, los. Genau, das war ein Burpee. Das ging ja dann recht schnell. So, gut. Das waren jetzt zum Beispiel zwei Beispiele für eine Bewegung oder eine sportliche Übung. Dann gehen wir jetzt mal über zu der Kategorie Berufe. Also wie gesagt, ihr könnt auch noch andere Kategorien mit benutzen, je nachdem. Da könnt ihr selbst kreativ werden. Gut. Dann würfelt Luisa mal. 4. 4. Es ist wieder eine gerade Zahl. Das heißt, ich muss die Bewegung jetzt vormachen. Ich muss den Beruf jetzt pantomimisch vormachen. So, nochmal den Begriff einprägen. Und der Timer startet von neuem jetzt. Genau. Ein Wunder, dass Luisa das erkennen konnte mit meiner pantomimischen Leistung, aber es war tatsächlich ein Friseur. Das haben wir auch noch in der Zeit geschafft. Gut. Dann würfelt Luisa ein letztes Mal für ein letztes Beispiel. 1. Gut. Das heißt, es ist eine ungerade Zahl. Das heißt, ich muss das jetzt wieder erklären. Gut, Begriff nochmal einprägen.
Dann kann man die Karten zur Seite legen und der Timer startet. Also bei dem Beruf, da sieht man sehr viel von der Welt. Man ist sehr, sehr selten zu Hause, hat mit vielen Leuten Kontakt. Man befindet sich oft in der Luft. Nee, man befindet sich häufig in der Luft. Und nicht ganz. Ach, Pilot. Ah, genau, es war ein Pilot. Und das war auch noch gerade so in der Zeit. So, ich hoffe, ihr hattet jetzt ein paar Anregungen für euer Spiel. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.